Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir auf 10 super ausdrucksstarke Adjektive, die man von Muttersprachlern ständig hört. Aber ich habe gemerkt, nur sehr wenige Deutschlerner verwenden diese Adjektive. Und manche verstehen sogar nicht genau, was damit gemeint ist. Also, wenn du wie ein Muttersprachler sprechen möchtest und dich dieses Thema generell interessiert, dann bleib auf jeden Fall dabei. So, ihr Lieben, wir beginnen mit einem Adjektiv, das ich persönlich sehr mag und auch sehr häufig verwende, und zwar ausgeglichen. Und heute machen wir es ein bisschen anders. Zunächst gebe ich dir ein paar Beispielsätze und erst danach schauen wir auf die Bedeutung. Also ausgeglichen. Zum Beispiel spreche ich über eine Freundin von mir und sage, Sophia ist die einzige Person, die ich kenne, die so ausgeglichen ist. Oder jemand spricht über dich und sagt, du bist so ein ausgeglichener Mensch. Wie schaffst du das? Also ausgeglichen. Wenn wir dieses Adjektiv ausgeglichen in Bezug auf Menschen verwenden, dann bedeutet das so viel wie harmonisch. Diese Person lässt sich also nie aus der Ruhe bringen. Also sie schafft es irgendwie immer, diese Kontrolle über die eigenen Emotionen zu bewahren. Sie fühlt sich also wohl, sie ist im Gleichgewicht sozusagen. Und genauso wirkt sie auch auf andere. Sie wirkt nicht hektisch, sondern angenehm, sie weiß also, was sie tut. Ein Synonym für dieses Wort ist das Adjektiv gelassen. Dieses Adjektiv mag ich auch total. Es gibt auch ein Nomen, die Gelassenheit. Also kann ich sagen, ich bewundere, wie gelassen René ist. Oder mit dem Nomen, ich bewundere Renés Gelassenheit. Das bedeutet also das Gleiche. Die Person ist im inneren Gleichgewicht. Sie schafft es irgendwie, diese Harmonie und Ruhe zu bewahren. Und sie beherrscht auch sehr gut ihre eigenen Emotionen. Also genau, kannst du das Wort ausgeglichen oder gelassen verwenden, wenn du solche Menschen kennst und die beschreiben möchtest. Als nächstes schauen wir auf das Adjektiv aufgeschlossen. Das ist ebenfalls ein sehr, sehr positives und schönes Adjektiv und damit können wir auch eine Charaktereigenschaft beschreiben. Zum Beispiel warst du gerade auf einer Party und hast die Frau eines Schulfreundes kennengelernt. Und dann sagst du zu jemandem, die Frau von Andreas macht einen sehr aufgeschlossenen Eindruck. Also aufgeschlossen, was bedeutet das? Aufgeschlossen bedeutet so viel wie offen. Und zwar offen nicht nur gegenüber neuen Menschen, aber vor allem das, sondern auch gegenüber neuen Erfahrungen oder Herausforderungen oder Erlebnissen. Und so weiter. Also so eine Person, die immer bereit ist, Neues auszuprobieren. Zum Beispiel warst du gerade im Urlaub mit deinem Freund und nun erzählst du darüber einer Freundin und sagst, im Urlaub haben wir zunächst eine Safari gemacht und dann auch noch einen Fallschirmsprung. Ich liebe es, dass Sebastian so aufgeschlossen ist. Wie du siehst, bezieht sich hier aufgeschlossen nicht darauf, dass Sebastian so offen gegenüber neuen Menschen ist, vielleicht auch, aber nicht in dem Fall, sondern dass er generell bereit ist, so viele neue Sachen auszuprobieren, dass er so offen ist gegenüber Neuem und dass du dich darüber freust. Das heißt, wenn man solche Menschen kennt oder beschreibt, die so immer so bereit sind, irgendwas Neues zu erleben und so weiter, dann kann man sehr gerne dieses super positive Adjektiv aufgeschlossen verwenden. Unser nächstes Adjektiv ist ein bisschen weniger positiv, aber trotzdem verwenden dieses Muttersprachler sehr, sehr gerne. Und zwar bedrückt. Zunächst schauen wir auf ein paar Beispiele. Sagen wir mal, dass du jetzt in deiner WG angekommen bist und dann zu deiner Mitbewohnerin sagst, du wirkst heute ein bisschen bedrückt. Ist alles in Ordnung? Du wirkst heute ein bisschen bedrückt. Oder du bist auf der Arbeit und siehst, dass dein Chef heute ein bisschen komisch ist. Und dann denkst du dir so, der Chef ist heute etwas bedrückt. Es muss etwas passiert sein. Also bedrückt, was bedeutet dieses Adjektiv? Im Prinzip ist das Adjektiv bedrückt ein Synonym für das Adjektiv
traurig oder niedergeschlagen. Damit beschreiben wir also die Stimmung einer Person. Wenn eine Person also zum Beispiel nichts sagt oder auch gar nicht lächelt und so generell viel mit sich zu tun hat, dann kann man sagen, diese Person wirkt bedrückt oder ist etwas bedrückt. Und nun schauen wir auf das Adjektiv ehrgeizig. Ehrgeizig. Das ist wieder etwas sehr Positives. Lass uns zunächst ein paar Beispiele nehmen. Alex hat sein Studium mit der Endnote 1,2 abgeschlossen. So krass, aber er war schon immer sehr ehrgeizig. Oder Frau Steinbrenner ist so ehrgeizig. Sie hat letzten Monat jeden Tag bis spät in die Nacht gearbeitet. Also ehrgeizig. Vielleicht denkst du dir jetzt, ist es ein Synonym für das Adjektiv fleißig? Aber nicht ganz. Ich würde sagen, ehrgeizig ist so eine Kombination aus zielstrebig, diszipliniert und fleißig. Das heißt, das ist eine Person, die wirklich bereit ist, alles für ihren Erfolg zu tun, also wirklich so dieses Ziel zielstrebig zu verfolgen, dann auch so motiviert und diszipliniert zu bleiben und auch natürlich sehr, sehr fleißig zu sein. Wir beschreiben also so Menschen, die wirklich bereit sind, alles für ihren Erfolg zu tun. Sie streben nach Erfolg und Anerkennung. Ja, dieses Adjektiv habe ich persönlich sehr, sehr häufig im Studium gehört. Ein weiteres sehr typisches, aber auch schönes Adjektiv ist das Adjektiv rücksichtsvoll. Vielleicht kennst du auch die Nomen-Verb-Verbindung, auf jemanden oder etwas Rücksicht nehmen. Zunächst schauen wir wieder auf zwei Beispiele. Meine Frau hat solch ein Glück mit ihrem Chef. Er ist immer so rücksichtsvoll, was die Kinder angeht. Oder ich versuche, mit meinen Mitmenschen immer rücksichtsvoll umzugehen. Also, was bedeutet dieses Adjektiv? Rücksichtsvoll bedeutet, dass man nicht nur auf sich selbst Rücksicht nimmt bzw. achtet, sondern auch auf andere. Wie im Beispiel mit dem Chef. Er denkt also nicht nur an seine Bedürfnisse oder an seine Prioritäten oder so, sondern auch sozusagen an seine Mitarbeiter. Er versteht, zum Beispiel eine Frau hat Kinder und da gibt es manchmal solche vielleicht Problemchen, wie zum Beispiel das Kind plötzlich abholen müssen oder vielleicht, dass das Kind krank ist und die Frau ausfällt. Und er hat Verständnis dafür. Er ist rücksichtsvoll. Er nimmt Rücksicht darauf. Man kann sogar sagen, das ist das Gegenteil vom Adjektiv egoistisch oder selbstzentriert. Noch ein sehr schönes und aussagekräftiges Adjektiv ist das Adjektiv anpassungsfähig. Das mag ich so sehr, weil es so aussagekräftig ist. Also nehmen wir zunächst ein paar Beispiele. Lea ist in den letzten Jahren 3-mal umgezogen. Zunächst nach Neuseeland, dann nach China und jetzt auch noch in die USA. Und überall fühlt sie sich wohl. Sie ist so anpassungsfähig. Oder letzten Monat habe ich einen neuen Job bekommen oder meinen Job gewechselt. Und ja, jetzt muss ich pendeln und die Arbeitszeiten sind auch ganz andere. Aber ich bin anpassungsfähig und habe mich sehr schnell daran gewöhnt. Anpassungsfähig. Vielleicht kannst du es dir kurz überlegen, was dieses Adjektiv bedeutet. Anpassungsfähig, also quasi fähig, sich anzupassen. Praktisch so beschreibt man eine Person, die sich sehr, sehr schnell anpassen kann. Also die sich sehr schnell zurechtfindet. Egal, ob es jetzt in einem neuen Land ist oder wenn man neue Lebensbedingungen hat oder vielleicht vor neuen Herausforderungen steht und so weiter. Also man findet sich sehr schnell zurecht und passt sich sehr gut an. Genau, also das ist, finde ich, in der heutigen Zeit eine sehr wichtige Eigenschaft, die wirklich Gold wert ist. Also anpassungsfähig. Unser nächstes Adjektiv für heute ist eigensinnig. Oder umgangssprachlich sagt man manchmal auch dickköpfig, also so dicker Kopf quasi. Ja, also nehmen wir zunächst ein paar Beispielsätze. Zum Beispiel, als ich klein war, war ich sehr eigensinnig. Niemand konnte mich von etwas überzeugen. Aber mit dem Alter hat es sich Gott sei Dank gelegt.
Oder der Sohn meiner Tante ist sowas von eigensinnig, das ist bestimmt nicht einfach für sie. Oder umgangssprachlich kann man dann manchmal, wenn man sehr böse ist, sagen, wieso bist du manchmal so dickköpfig? Vielleicht kannst du es dir schon denken, was das bedeutet. Dieses Adjektiv ist natürlich vergleichsweise negativ, also jetzt nichts Positives und bedeutet praktisch immer auf dem eigenen Willen bestehen. Das heißt, man lässt keine Kompromisse zu, man ist sozusagen davon überzeugt, dass man immer recht hat, dass die eigene Meinung die richtige ist und ja, man ist sozusagen von diesem Eigensinn bestimmt. Ja, das ist praktisch eigensinnig, wie gesagt, das ist vergleichsweise negativ. Als nächstes schauen wir auf ein Adjektiv, das aus meiner Sicht sehr, sehr interessant ist, weil es weder super negativ noch positiv ist. Und zwar unberechenbar. Unberechenbar. Das können wir auch in Bezug auf Menschen verwenden. Nehmen wir ein paar Beispielsituationen. Noch gestern war unser Chef entschlossen, die zweite Filiale der Firma zu verkaufen. Heute erzählt er schon, wie toll sie ist und dass er in den Ausbau investieren möchte. Manchmal ist er unberechenbar. Oder ihr Freund war schon immer unberechenbar. Deshalb haben wir fast nie etwas Gemeinsames geplant, um unsere Nerven zu schonen. Also unberechenbar. Dieses Adjektiv benutzen wir, wie gesagt, in Bezug auf Menschen. Aber welche Menschen? Wir benutzen also dieses Adjektiv in Bezug auf eine Person, von der wir nicht wissen, was zu erwarten ist. Man kann also es nicht berechnen. Man weiß nicht, was man erwarten soll. Diese Person ändert vielleicht ständig ihre Meinung und so weiter. Sie neigt also zu unterschiedlichen, unvorhersehbaren Handlungen, weshalb es manchmal sehr, sehr schwierig ist, mit ihr zu kommunizieren, generell zu tun zu haben und so weiter. Unser nächstes Adjektiv ist wiederum sehr, sehr positiv und zwar aufrichtig. Zum Beispiel, ich liebe es, wie aufrichtig du bist. Oder Thomas ist so ein aufrichtiger Mensch. Ich bin froh, dass er mein bester Freund ist. Also aufrichtig. Mit aufrichtig können wir, wie gesagt, Personen beschreiben. Und praktisch ist dieses Adjektiv einfach ein Synonym für das Wort ehrlich. Aber aufrichtig ist natürlich noch eine Stufe höher. Das unterstreicht nochmal diesen Aspekt dieser Ehrlichkeit sozusagen. Das ist eine Person, die ihre inneren Gefühle zeigt, die niemandem etwas vorspielt und auf die man sich auf jeden Fall verlassen kann. Unser letztes Adjektiv für heute ist sehr interessant wieder, und zwar durchsetzungsstark. Durchsetzungsstark. Nehmen wir zunächst zwei Beispielsituationen. Unsere Abteilungschefin war schon immer sehr durchsetzungsstark und hat für uns beim Chef viele coole Projekte gewonnen. Oder wie hast du ihn überzeugt, uns zu helfen? Du weißt, ich bin durchsetzungsstark. Als durchsetzungsstark bezeichnet man also einen Menschen, der einen sehr starken Willen hat und diesen auch durchsetzen kann, beziehungsweise andere davon überzeugen kann, dem eigenen Willen zu folgen. Solche Personen oder solche Menschen können gute Argumente finden, können auch überzeugen und generell agieren sie irgendwie so, dass man denen glaubt und dann auch dem Willen dieser Menschen folgt. Interessanterweise kann man dieses Adjektiv sowohl im positiven als auch im negativen Kontext verwenden. So, meine Lieben, wir sind schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe wie immer, dass das Ganze hilfreich war und möchte es euch wirklich ans Herz legen, diese Adjektive zu benutzen. Sie sind wirklich typisch deutsch. Und hier werde ich für euch eine ganz kleine Übung hinterlassen. Ihr wisst ja, Übung macht den Meister. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich würde mich natürlich auch sehr über einen Like freuen. Ganz, ganz viel Erfolg beim weiteren Deutsch lernen und tschüss!